da schön reinlegen. So ist er brav. Super, du tust den Kopf ein bisschen halten, ein bisschen streicheln. So, und jetzt machen wir da ein kleines Fenster rein. So. Was wir beurteilen können, ist der Welpe an sich, schwerpunktmäßig auch die Herzakt, wie man sehr schön sehen kann. Und da beurteilen wir einfach die Herzaktion, die Geschwindigkeit, die Gleichmäßigkeit, eventuell ob was zu langsam wäre. Und da können wir auch Aussage treffen, ob die Welpen zurzeit gesund sind. Der Hund bringt die Rotte, stellt die Sau mehrmals mit Fassversuchen. Eine hervorragende Arbeit. Hund wurde dann abgenommen. Danke. Weidmanns Heil. Aus. Stöbern ohne Ende 4. Gut, Leistung. Stöbern mit Ende 4. Atlas, komm!
vorne raus. Aus. Gut gemacht. Mit 3, 2, 1 und dann gehen wir hoch. Jetzt gehen hoch. Abfahrt! Aus. Zum Apportieren bei der Krähenjacht braucht man einen Hund, der, sag ich mal, sehr wesensfest ist, der auch nicht zuckt, wenn die Krähe geflügelt ist und dann um sich hackt. Und das hat mich, muss ich sagen, sehr begeistert, wie der deutsche Jagdterrier Urmel heute gearbeitet hat. Wirklich tolle Arbeit.